Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Realistisch und Schwer Kerbal Space Program Real Progression 1 Realism Overhaul Real Scale Solar System. Hallo YouTube. Ja, ich spreche direkt mit euch, weil es ist Mittwochabend, wo ich eigentlich Kerbal Space Program streamen wollte und Twitch hatte Probleme. Da Major Issue. Also Major Outage bei Video Broadcasting. Und bevor ich jetzt hier rumsitze und nichts tue, oder dementsprechend, hallo, liebe Menschen, die das hier auf YouTube gucken. Ich freue mich total, dass so viele bei dem RP1 Kerbal Space Program hier zugucken. Also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich mache jetzt auch die Kamera aus und wir werden uns kurz mal angucken, was jetzt das nächste ist. So, ich bin immer noch da, nur jetzt ohne Bild. Also, wir haben zuletzt die Film-Return-Geschichte gemacht und wir haben noch ein bisschen, 165 Tage hier, müssen wir warten, bis Orbital Rocketry fertig ist. Und in der Zwischenzeit bauen wir schon mal hier Höhenforschungsrakete MK2 1.6 Short Film, die das geschafft hat mit der Höhe und so weiter und so fort. Ja. Ja, und das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit totzuschlagen, nämlich 165 Tage. Theoretisch könnten wir zwei von diesen Dingern hier noch bauen und dann haben wir Orbital Rocketry fertig. Aber wir gucken erstmal, was macht der nächste, weil wir haben die Mission abgeschlossen. Was macht der nächste Auftrag mit da? Low Space Film Return. Launch a rocket with an early film camera above 150, also 150 Kilometer Höhe und Downrange 400 Kilometer. Und wir sollen die Filmkamera zurückholen. Bin ich mir nicht sicher, ob unsere aktuelle Rakete das schafft, aber wir gucken uns mal an. Und wir bauen gerade eine, das heißt, die hier, da gehen wir mal rein und machen Edit und gucken mal, wie weit wir mit dem Ding kommen. Also, wir werden die einfach mal simulieren. Ja, da hatten wir, ich habe fast bis zum Ende brennen lassen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir probieren mal aus, ob wir damit 400 Kilometer kommen. Ich glaube, wir kommen auf über 150 und wir kommen auch 400 Kilometer weit. Also, ich will mal gerade gucken, wie genau die Strength haben wir hier runtergenommen. Das ist sehr gut. Wo haben wir Schwerpunkte und wo haben wir, ja, das heißt, das ist auch sehr gut. Okay. Theoretisch bräuchten wir den hier oben nicht, den Nupsi, weil wir haben diesen Auftrag eigentlich abgeschlossen. Wir haben jetzt 80. Gucken wir mal. Also wir haben hier, kriegen keine neue Wissenschaft daraus. Was passiert, wenn wir das da rausholen? Ja, das hat uns ein paar Stunden oben drauf geschlagen, wenn ich das richtig sehe. Nun gut, wir simulieren das Ding einfach mal und gucken, wie weit wir überhaupt damit kommen. Simulieren, gucken, ob wir 150 Höhe und 400 Kilometer Downrange überhaupt schaffen und ob wir dann das zurückholen können, dieses Teil. Wenn nicht, dann müssen wir den Tank eventuell verlängern und all so eine Scherze machen und uns eventuell dann auch von der Rakete trennen, wie wir es bei der Kleinen gemacht haben. Also das Ding absprengen. Also einmal Simulation. Stop at Stage 1. 40. Auf. Wir geben ihm 6 Winkel. Okay, wir probieren es mal. Und los. Und worauf wir wirklich achten wollen, ist hier, ich schieb's mal dahin, jetzt ist ja nicht mein Metcop im Weg, hier, ob wir 400 Kilometer schaffen. Also 3, 2, 1, los. Wir lassen sie jetzt einfach mal ausbrennen. Genau. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie weit wir kommen, wenn wir in dem Aufstiegswinkel mit 6 Grad sie einfach weiterfliegen lassen. Und ich glaube, wir können einfach mal. Ist ja nur eine Simulation. Das können wir vielleicht nicht. Alles klar. Okay. Nochmal. Ja.
Okay, wir kommen locker auf 150 Kilometer Höhe. Ich mache jetzt mal aus, wenn wir bei 215 Kilometer Höhe sind. Und wir hätten noch... Oh, okay, wir hätten keine... Wir hätten noch 3 Meter pro Sekunde drin gehabt. Also ich hätte den Autopiloten gar nicht ausmachen müssen. Das heißt, so viel wären wir hochgekommen. So, und jetzt können wir physikalischen Time Warp anmachen. Die Rakete trudelt und gucken wir mal. Ich würde sagen, wir schaffen 400 Kilometer mit diesem Ding hier. Würde ich jetzt einfach sagen. Und noch 50 Sekunden. Hier sind wir 100. Das wird vielleicht eng, aber vielleicht, ja, okay. Und jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt. 209 Kilometer, das heißt über 150 und 400 Kilometer weit kommen wir. Jetzt nur die Frage, ob unsere Kamera das überlebt. Naja, dann machen wir mal weiter. Also Downrange müsste theoretisch funktionieren. Okay. Und da sind wir in der Atmosphäre. 317 Kilometer, wir müssen jetzt wirklich noch ein bisschen was fliegen. Durch die Atmosphäre und unsere Höhe nimmt ab. 340, 50. Das wird eng. Das wird sehr eng hier. Das wird sehr, sehr eng. 370. Ja. Das werden wir nicht hin. Das werden wir nicht schaffen. Mit dieser Rakete, fürchte ich. Ah, okay. Noch 10 Kilometer müssen wir Downrange schaffen. Okay, und da gehen unsere Heckflügelchen kaputt. Und wir werden langsamer. Und puh, 400 Kilometer. Ja. 401 Kilometer. Schaffen wir mit dieser Rakete unter diesem Winkel. Ein bisschen flacherer Aufstiegskorridor würde ich der ganzen Geschichte noch geben. Das heißt also, wir machen mal 38%. Wir werden das jetzt nicht weiter simulieren. Das heißt, diese Rakete schafft das. Ich habe oben den Biological Sample Gedingsi-Bumsi rausgenommen. Genau, die hier nennen wir jetzt einfach mal MK 2.17, weil wir den Biological Sample Dings rausgenommen haben. Und mal gucken, müssen wir irgendwas toolen? Achso, genau, den Tank müssen wir nicht toolen. Da haben wir uns gegen entschieden, weil wir werden die jetzt noch einmal, das gibt kaum, also es ist sehr, sehr teuer. Wir werden später die größere Rakete mit einer Kamera ausstatten. Also, Safe Edits. Bauen die jetzt mal. Ich lasse den bei den Einstellungen mit 6 und so weiter und so fort. Und dann gucken wir uns mal an, was danach kommt. Das heißt also, wir haben jetzt die Veränderungen abgespeichert. Das ist alles cool. Und ich würde danach noch einen Film-Return machen. Allerdings dann jetzt mit der größeren Rakete. Das heißt also neu. Wir öffnen mal. Welche haben wir? Die 2.3. Da nehmen wir auch das Ding raus. Setzen da nur die Spitze drauf. Da haben wir, glaube ich, genau, da haben wir alles getoolt für. Und jetzt kommt hier drunter die Kamera. Kommen müssen. Ich würde tatsächlich die Strategie anwenden, die wir bei der großen auch angewendet haben. Wir haben doch hier Decoupler. So. Und unser Antrieb ist auf 1,50. Also sollte gut funktionieren. Und check your staging. So. Und das heißt, hier haben wir jetzt dieses Teil drauf, das wir absprengen können, sodass wir nur die obere Stufe zurückholen können. Und wir lassen die hintere Stufe quasi zurück. Und gucken dann mal, wie weit wir damit kommen. Also, wir nennen das
Das sind 3,5 und Spaceband trennbar, damit ich das auch weiß. Und wir nennen das 21, weil das wird die nächste Rakete hier nach. Und ich speichere die mal. Und dann simulieren wir die mal. Und ich glaube, es macht total Sinn, hier noch einen flacheren Winkel zu nehmen. Nehmen wir mal 38. Ist ja nur eine Simulation. 38%, also noch flacher. 6 Grad ist er beschränkt. Ist jetzt eine Rakete mit ordentlich viel Schub. Also schauen wir mal. Ich will nur gucken, wie hoch und wie weit wir damit kommen für den Film-Return-Auftrag, der danach kommt. Ich antizipiere jetzt einfach mal, dass wir damit auf 180 oder sowas und dann 600 Downrange machen müssen. Ich habe keine Ahnung, was der Vertrag wirklich ist. Ich baue die schon mal auf Verdacht, dass wir was zu tun haben, bevor wir anfangen, unsere erste Rakete, die einen Satelliten in die Umlaufbahn schießen wird, zu bauen. Also, Simulation ab dafür! Achso. Leertaste zu drücken funktioniert anscheinend auch und dann kann ich Engage Autopilot machen. Meine Fresse. Okay. So, die startet natürlich etwas langsamer, aber sie hat hinten raus deutlich mehr Delta V als die kurze, die Short Film. Wir haben noch sehr, sehr viel Sprit. Also lassen wir das mal ausbrennen. 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ach du Scheiße. Der sollte nicht so weit durchstagen. Okay, einmal zurück. So. 2 bitte. Also nur bis 2. Engage Autopilot und los. Noch 5 Sekunden und wir schaffen es auf 200. Ja, 200. Oh, 230 dieses Mal. Okay. So, da fällt sie nach hinten, unsere letzte Stufe. Und wir machen mal 10-fach und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sehr weit. Oh ja. Downrange ist mega und jetzt haben wir den höchsten Punkt bei 340 Kilometer Downrange ungefähr. Das heißt, wir dürften so 680 Kilometer mit dem oberen Teil anscheinend kommen. Naja, gucken wir mal, wo wir eintreten, einfach um das abzuschätzen und wie gut quasi unsere Rakete bremst, wenn sie nur das hier ist. So, physikalischen Time Warp, einfach mal nach vorne und wir werden im Moment noch schneller. Wir haben jetzt 600 Kilometer Downrange geschafft. So, und jetzt fangen wir an zu taumeln und werden immer noch schneller. Okay, ich mach mal trotzdem. So, und jetzt fängt es an, schon abzubremsen bei... Und das, was wir da hören, das ist unsere untere Stufe. Aber so wie es aussieht, funktioniert der Wiedereintritt mit dem Fallschirm voran ziemlich gut. Und einfach nur die Stufe abtrennen funktioniert, um dieses Ding zurückzuholen. Alles klar. Super. Und wir sind so bei 678. Vielleicht schaffen wir sogar knapp 700. Also Flug auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Super. Mein Controller war ich gerade beiseite. Und ja, das ist unsere 21, die Space Pen, die wir mit der Kamera trennen können. Sehr gut. Gucken wir mal gerade. Genau, die ist schon auf Maximum. Wir könnten noch einen stärkeren Motor aber ich glaube, das ist nicht nötig. Wir geben die jetzt einfach mal blind in Auftrag. 84 Tage wird es dauern. Okay. So, starten. Ist in der Building-Liste. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt eine Rakete, mit der wir den nächsten Film-Return-Auftrag angenommen erledigen können. Mit der hier, Short-Film. Die schafft es so gerade, sollte es so gerade schaffen. Danach bauen wir eine, die bis 650 oder sogar noch weiter schafft.
Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht dann quasi der Folgeauftrag für Film Return sein kann, für die wir dann Geld und Wissenschaftspunkte und hast nicht gesehen bekommen. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen in Richtung Vorspulen, möchte ich Upgrade-Punkte kaufen. Und zwar 3. Und die möchte ich. Puh. Einen VIB, eins in Forschung und wahrscheinlich noch eins ins VAB. Wie sind wir jetzt bei Attack? 157 Tage. Hier bei unseren Raketen sind es auf jeden Fall auch, ist es auch weniger. Ich möchte eigentlich noch einen Upgrade-Punkt und den möchte ich auch in die Tech stecken, damit wir hier irgendwie mal zu Potte kommen. Okay. Diese Shortfilm werden wir jetzt fliegen. Nehmen. 38, wie für die andere auch. Hier koppeln wir nicht. Da haben wir keinen Trenner dazwischen gesetzt. Das heißt, hier müssen wir wieder bis 1 machen. Ansonsten ist hier alles okay. Wir holen uns mal den Vertrag. Das hier. Und ja, dann 3, 2, 1 und jetzt wird's ernst. Oh. Ich habe schon runtergezählt, ne? Erstmal hier Vessel Complete nochmal kurz. So, jetzt 3, 2, 1 und los! Die geht deutlich zügiger nach dem Start ab. Also ihr Thrust-to-Weight-Ratio ist von Anfang an viel, viel höher als von der vollen Länge, von der Rakete, die die volle Länge hat. Und ja. Bin ich mal gespannt, aber wir lassen jetzt einfach ausbrennen, also ihren kompletten Sprit verbrauchen. Ich glaube, damit schaffen wir so gerade die 400 Kilometer Downrange und die 150 Höhe. So, und jetzt sind wir durch das Schlimmste durch. Jetzt kippt die Rakete weiter zur Seite. Das ist sehr schön. 100. Oh, und hier kriegen wir schon Reibungswärme. Über 150 haben wir geschafft. 193. Und jetzt werden wir durch Taumeln noch ein bisschen was verlieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. So, machen wir mal ein bisschen physikalischen Time Warp nach vorne. So, Downrange ist hier, beziehungsweise da wird es einem auch angezeigt. Wir müssen 400 schaffen. Ich glaube, das klappt. Nur knapp, aber es wird klappen. So, da sind wir aus der Atmosphäre raus. Wir haben 150 Kilometer geschafft. Jetzt müssen wir noch Downrange schaffen. Und höchster Punkt ist noch nicht ganz erreicht. In 5 Sekunden ist der höchste Punkt erreicht und wir haben 220. Die wird auf jeden Fall jetzt hier weiterfliegen als 400 Kilometer. Es war gut, dass wir den Winkel etwas flacher gemacht haben. Eben in der Simulation nur so knapp 400 Kilometer waren wir doch ein bisschen eng. So, und da kommen wir jetzt rein und jetzt gucken wir mal, was passiert? Ich hoffe, es reißt den Tank sauber ab. Bei der nächsten Rakete haben wir die Möglichkeit, halt alles sauber voneinander abzutrennen. Ja, und da haben wir es ausprobiert, dass es funktioniert. Hier müssen wir uns noch darauf verlassen, dass der Tank kontrolliert abreißt in die richtige Richtung. Ja, und da kommen wir jetzt gerade noch 10 Kilometer und dann haben wir die Downrange geschafft. Aber wir sind schon relativ tief in der Atmosphäre drin, ne? Also ja, das ist jetzt gar nicht so eine hohe Sicherheitsmarge, die wir haben mit dem besseren Winkel. Also das war eben echt auf Kante genäht. So, die Rakete reißt es so ein bisschen hin und her und wir machen mal ein bisschen schneller. So, und jetzt kommen wir in Wiedereintritt. Und da reißt es die. Scheiße. Das war knapp, ey. Ja. Das war wirklich knapp. Alter Schwede. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir gehen mal drehend schön nach unten.
So, und wir haben ein bisschen Wissenschaftspunkte gekriegt. Planetary Photography. Sehr schön. Und ein bisschen Geld wieder, weil wir das Ding zurückgeholt haben. 8,7 Wissenschaftspunkte können wir uns nicht wirklich was von kaufen. Noch 70 Tage, dann ist Orbital Rocketry erforscht. Die neue Rakete braucht 75 Tage zum Bauen. Das heißt, das ist doch schon mal eine super Sache. Heißt, Low Space Film Return. Über 200 Kilometer und 600 Kilometer. Das heißt, mit dieser Rakete, haben wir eben ausprobiert, schaffen wir das. Über 200 Kilometer haben wir geschafft. Über 600 Kilometer Downrange haben wir auch geschafft. Für die, die wir jetzt quasi schon vorbereitet haben. Das heißt, den können wir einfach annehmen. Und mit der Rakete werden wir das alles hinbekommen. Ist das nicht wundervoll? Und ich überlege gerade, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, während wir quasi dann den Rollout machen, ob wir dann anfangen, schon mal eine Rakete zu konstruieren. Also quasi jetzt schon mal anzufangen, den Träger für eine Satellitenrakete zu machen. Aber das, was wir dabei verlieren, sind vielleicht 5 Tage Bauzeit, während wir den Rollout machen, bevor wir damit anfangen. Auf diese 5 Tage kommt es jetzt einfach nicht an. Ich würde das gerne im Stream machen und heute Abend noch online gehen. Also es ist Mittwochabend, wo ich normalerweise Kerbal Space Program streame und Twitch hat Probleme. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal eine Folge so auf. Genau. Und um diese Folge abzuschließen, machen wir jetzt den dritten Low Space Film Return Auftrag mit der Rakete, die wir eben simuliert haben. Die hier. Das heißt also, wir machen Warp 2. 200 Kilometer Höhe, 600 Kilometer Downrange. Engage Autopilot. Und wir können uns hier unten auch nochmal Höhe, Surface Speed, Acceleration. Lassen wir uns hier mal anzeigen. Bin mal gespannt. Ich habe mit dem Flight Recorder noch nicht viel rumgespielt, aber wichtig ist, dass wir hier auch nochmal Downrange haben, wie es da unten auch angezeigt wird. Egal. Der Ascent Path ist gut so, wie wir ihn haben. Wir lassen ihn einfach bis zum Ende ausbrennen und ja, warum noch länger quatschen? 3, 2, 1 und los. Jetzt sind wir bei 100 und wir haben noch 14 Sekunden. Ja, das funktioniert. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Aber wir sind so hoch, dass wir jetzt, also wir sind so hoch in der Atmosphäre, dass wir kaum etwas verlieren. Also das hier wird eine sehr knappe Kiste. Es wird eine super knappe Kiste. Aber wir sind jetzt schon in so einer hohen Höhe, dass wir wahrscheinlich nur knapp über 200 Kilometer hochkommen und Downrange 600 schaffen. Oh Mann, ey, das ist jetzt auf wieder ganz derbe auf Kante genäht. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich werde jetzt gleich ich werde auf jeden Fall wenn wir schön hoch sind, machen wir jetzt mal gerade ein bisschen physikalische Zeitbeschleunigung, werde ich jetzt mal gleich und da sind wir außerhalb der Atmosphäre. Sehr schön. So, und dann können wir ein bisschen vorspulen bis zum höchsten Punkt unserer Bahn. So. Und dann machen wir mit Zeitbeschleunigung aus. Und dann würde ich sagen, ich mache die Stufentrennung und mache dann auf Pause und einen schönen Screenshot. So. Ja. Das gefällt mir. Wir sind über 200. Jetzt müssen wir Downrange noch 600, aber das kriegen wir hin. Also ein bisschen vorspulen. Da fällt sie hin. Unsere andere Stufe. Und da sind wir wieder in der Atmosphäre drin.
Und wir haben 300, wir haben 600 Kilometer Downrange geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch überleben mit dieser Stufe. So, und da unten fängt unsere Rakete schon an, deutlich zu taumeln. Und wenn sie anfängt zu explodieren, dann versuche ich nochmal schnell Pause zu drücken und noch einen Screenshot zu machen. Oh Mann, wir sind ganz schön nah da dran. Und da fällt sie. Das ist doch ein guter Screenshot, oder? So. So, wir fliegen, wir bremsen ab. Das ist sehr gut. Und da kommen tatsächlich noch Dinge von unserer Rakete an uns vorbeigezischt. Cool. Das heißt, den Auftrag haben wir jetzt auch geschafft. Wir müssen jetzt nur die Kamera noch heile nach unten bringen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Aus dem Gröbsten sind wir raus. Wir fallen jetzt schön langsam. Und ich ziehe wieder so bei 1000 Metern den Fallschirm. Dann müssen wir auch nicht so lange warten. Und da fallen wir durch die Wolken durch. Und mal langsam machen. Da waren wir noch ein bisschen durch die Flugeigenschaften von unserer Spitze durchaus ein bisschen zur Seite unterwegs. Und wir drehen auch nicht ganz so doll. Schön. So, jetzt müssen wir nur noch runterkommen. Und wir haben den Auftrag erfüllt. Jawohl. Recover. Sehr schön. Und haben vielleicht noch ein paar Wissenschaftspunkte von, weil wir sind jetzt noch weiter durch die Atmosphäre durchgeballert mit dieser Rakete. Ah, wir haben die Kamera nicht angemacht. Oh, keine Wissenschaftsdaten von der Kamera, weil ich die Kamera nicht angemacht habe. Wie doof. Wie doof. Sowas passiert, wenn der Chat nicht da ist, um mir zu helfen. Okay, wir haben keine Wissenschaft, doch irgendwie 0,2 oder 0,3. Wir haben wieder einiges an Geld. Es gibt keinen Low Space Film Return mehr. Also haben wir alle drei, die es da gab, geschafft. Das heißt, das nächste wird wahrscheinlich Artificial Satellite, First Scientific Satellite sein. Wir haben 1956, Juli. Wir müssten. Oh ja, wir haben die Tech tatsächlich erforscht. Das heißt, ich gucke jetzt gleich nochmal, ob das mit dem Streamen tatsächlich funktioniert. Und vielleicht gehe ich dann noch bei Twitch live und dann ist die nächste Folge hier auf YouTube wieder ein Zusammenschnitt aus dem Stream. Wenn nicht, dann nehme ich noch eine Folge aus. Vielleicht nehme ich dann, wenn das mit dem Stream heute gar nichts wird, schiebe ich dann noch eine Folge mit der X3 Stiletto rein und wir basteln mal ein bisschen am Raketenflugzeug rum, wenn ich Muße dazu habe. Im Stream fühle ich mich immer so ein bisschen gehetzt. Jetzt, wenn ich das einfach nur aufnehme, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da was machen. Wie dem auch sei, ich weiß es dann gleich. Es faselt. Es ist schlimm. Ich bin nicht gewohnt, Kerbal Space Program YouTube-Folgen aufzunehmen. Also, danke fürs Zusehen. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele die Serie gucken. Tut das gerne auch weiterhin und wenn ihr mögt, lasst einen Like da, abonniert den Kanal. Mich würde das sehr freuen, aber auch wenn das nicht tut, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Tschüss!